Hallo, liebe YouTube- und EDS2-Freunde. Ich habe ein neues Profil erstellt. Das möchte ich euch jetzt nochmal zeigen, vorstellen. Ich habe schon ein bisschen was gefahren, und ich habe auch schon einen LKW gekauft. Ich bin Level 4, also eigentlich noch gar nicht allzu weit. Habe zwei Touren jetzt mit dem eigenen LKW gefahren und bin erstmal so am Erkunden der Städte in Deutschland und um Deutschland herum. Also ich war noch mal kurzzeitig in Graz, ich war noch mal kurzzeitig in Straßburg und Luxemburg und Brüssel. Wir schauen uns das gleich mal an. Auf der Bank habe ich einen Kredit aufgenommen und das sind 150.000 Euro gewesen. Dadurch konnte ich mir diesen Mercedes, den ihr hier seht, ihr wisst, ich bin Mercedes-Fan, sozusagen jetzt leisten. Das Problem ist, da ich Level 4 bin, habe ich noch nicht diese Teile, die ich gerne hätte, um das Auto sozusagen auszubauen. Das heißt, wir fahren noch weiterhin mit einem 420 PS Aggregat. Also wir wollen im Endeffekt das Große, die 625 PS in diesem Truck drin haben, ja. Wir wollen die Seitenverkleidung zum Tank haben. Wir wollen vielleicht ein paar andere Felgen, ein paar andere Lampen oder wie auch immer haben. So wie er jetzt hier steht, hat er glaube ich auch um die 150.000 gekostet. Plus minus. Ja, und zu diesem Kartensystem, was ich fahre, das habe ich ein bisschen angepasst, sind insgesamt jetzt 100 Mods. Das heißt, dieses Kartenpaket wäre auch Convoy-ready. Wir schauen uns mal die Landkarte an, was wir alles haben. Wir haben die normale Pro-Mods mit drauf, wie ihr seht. Die gelben Städte, wie gesagt, da war ich jetzt schon überall. Hamburg, Hannover, Kassel, Köln, München, Straßburg, Luxemburg, Brüssel, Graz. Diese Touren bin ich bislang gefahren. Dann hat die Bank mir einen Kredit gewährt. Hannover habe ich, glaube ich, eben noch vergessen. Und habe entsprechend dann den LKW gekauft. Also nochmals, Pro-Mods komplett. Dann habe ich die EuAfrica mit drauf in der Version 2.4. Ich habe drauf die Roost Map. Ich habe drauf die Wolga Map, die Sibir Map. Hier hinten ist die Great Steppe Map, die jetzt mittlerweile auch von Pro-Mods natürlich. Das heißt natürlich, aber vertrieben wird. Die Road to Asia habe ich mit drauf. Die AZGE, also Aserbaidschan und Georgien, mit dem Road Connection zur Great Steppe mit der Kaukasus Map. Wir haben die ROEX drauf, Rumänien Extended, wo auch dann noch Türkei sozusagen ausgebaut ist und auch den Übergang zur Pro Mods Middle East hat. Die Red Sea Map haben wir drauf. Wir haben die Southern Region mit drauf. Wir haben kleinere Karteninhalte drauf, wie zum Beispiel die Finnmark hier oben. Dann die Project E6 ist hier über Trondheim dieses Gebiet. Wir haben drauf ein Nordirland und Irland Rework. Wir haben drauf die Sud de France, also Südfrankreich. Dieses Gebiet, da sind ein paar neue Städte mit dabei. Und was mir sehr gut gefallen hat, war auch die ITA Revamp, das heißt hier im Gebiet um Genua, Livorno und so weiter, da hat man dann doch gesehen, dass es ein Unterschied zur Pro-Mods ist.
hat mir ein bisschen besser gefallen. Und ja, gut. ProMods ist schon sehr, sehr gut. Aber für mich irgendwie, entweder war jetzt mehr Abwechslung drin, wie ich es mal gefahren bin. Und bei der ProMods bin ich schon 10 Mal vielleicht vorbeigefahren. Und da kannte man das Ganze. Soweit zum Kartenpaket. Und ich stehe gerade in Hamburg und möchte eine Tour einnehmen. Die Tour soll mich führen von Hamburg nach Danzig. Und fahren möchte ich die Linde Stapler. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns die Fracht mal ab. Wir müssen erstmal, wie gesagt, zur Firma und den Trader holen. Im Los. Truck selber habe ich aus diesem neuen Pentagon Volvo ein Einbauteil. Man sieht es gleich, wenn ich auf die Straße fahre. Es zeigt mir an, wie schnell ich fahren darf, welche Geschwindigkeit vorgegeben ist. Jetzt, ich darf hier 50 fahren. Also, man sieht es ganz groß eigentlich. Früher musste ich immer hier vorne schauen, ins Display hinein mit der Zoom-Funktion. Brauche ich jetzt nicht mehr, habe ich jetzt riesengroß hier entsprechend auf dem Desktop, möchte ich schon sagen. Nein, auf dem Armaturenbrett. Genau. Wir haben unsere kleine Miezekatze wieder mit dabei. Den Truck kennt ihr eigentlich soweit. Ist zwar neu aufgebaut, aber ähnlich wie ich sie vorher auch hatte. Die Mirrorcams gefallen mir sehr gut. Von außen. Auch alles beim Alten. Vielleicht haben die Felgen eine andere Farbe. Okay. Dann würde ich mal sagen, fahren wir los. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, das Kartenpaket, was ich euch gezeigt habe, das Demnächst links umfasst abbiegen. circa, ne, ich bin noch nicht vorbeigefahren. Das umfasst circa um die 70 Mods. Biege nach links ab. Ja, manche Mods oder beziehungsweise manche Karten bestehen ja aus mehreren Mods. Zum Beispiel die Roex besteht aus 6 Teilen, ja. Also dann haben wir entsprechend auf diesem Kartenpaket 70 Teile. Und dazu gesellen sich halt noch 30 Teile, wie zum Beispiel Demnächst rechts Jessica abbiegen. Traffic Packs. Biege nach rechts ab. Oder den Graphic and Weather Mod. Das war eine schöne Fahrt. Ja. So, dann denke ich mal, holen wir uns den Hänger. Okay, wir fahren los. Entschuldigung, den Anhänger. Fertig zum Losfahren.
Ja, vier Lindestapler. Ich glaube, die sind auch aus dem Anuk Trailer Pack. Ein Krone Trailer. Ja. So, haben wir Licht an. Jetzt haben wir Licht an. Okay, dann muss ich noch mal kurz einstellen. Die Front- und Dachmontierung noch natürlich dazufügen. Dann sollten die nämlich auch funktionieren. Und dann sind wir bereit zur Abfahrt. Viel Spaß, macht's euch bequem und los geht's. Ja, der New Actros 219 ist noch ein bisschen schwach auf der Brust mit 420 PS. Also es kann schon mal vorkommen, dass wir an einem Berg etwas von der Leistung her abfallen. Aber aller Anfang ist schwer, so auch im Speditionsgewerbe. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, den Yoshi habe ich noch mit dabei. Ein kleines Poppy, Lufterfrischer. Meine FC Bayern-Tasse darf natürlich nicht fehlen. Ja, Polizei mit Blaulicht und Matterhorn, ja. Martinshorn ist natürlich entsprechend auch ein Mod. Das Matterhorn, Polizeiwagen, ja. Heute ist der Wurm drin. Entschuldigt bitte. Aber ich glaube, solche Geschichten seid ihr ja von mir gewohnt. Deswegen macht es vielleicht auch mal Spaß zuzuschauen und ist nicht alles so ernst. Ja. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Okay, du wartest, vielen Dank. Wir fahren aus Hamburg raus, setzen nochmals kurz den Tageskilometerzähler auf Null.
links halten und dann links abbiegen. Und hier vorne geht's auch auf die Autobahn. Biege nach links ab. Okay. Da kam mir doch einer entgegen, aber der hat glücklicherweise gebremst. War jetzt in Gedanken, ich hätte Vorfahrt. Bitte rechts halten. Finden. So, Berlin, 277 Kilometer. Gucken mal, was der Tag so bringt. Wir haben 9.43 Uhr. Insgesamt ist die Strecke 715 Kilometer lang. Wir bräuchten 11,5 Stunden für die Strecke und haben eine Restzeit von 25,5 Stunden. Das heißt, wir könnten sogar noch einmal Pause einlegen. Sind wir jetzt? Vielleicht können wir sogar noch mal einen Abstecher nach Berlin machen, dann haben wir die Stadt nämlich auch gleich erkundet. Gerade noch mal während der Fahrt schauen, ob wir da noch mal anhalten können. Dann fahren wir einfach mal quer durch Berlin. Fahrt vorsichtig. Dann haben wir zwar noch keine Fragezeichen erkundet, aber wir hätten Berlin freigeschaltet für die Schnellreise. Ja, was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, in meinem anderen Profil, wo ich die 250 Mods mittlerweile drauf habe, habe ich ja das Problem, dass bei diesem New Actros 2019 die Spiegel morgens und abends bzw. nachts extrem stark abgedunkelt sind, sodass ich dann gar nichts mehr erkennen kann. Merkwürdigerweise hier beim neuen Spielstand überhaupt nicht.
Klar, es sind weniger Mods drauf. Vielleicht beißt er sich auch mit einem Mod. Aber ich habe, wie gesagt, auf diesem Spielstand nicht das Problem, auf dem anderen Spielstand auch nicht. Ich habe den Truck auch verkauft und nochmal neu konfiguriert. Und nach wie vor hat er auf diesem 250 Mods Profil das Problem, dass entsprechend die Spiegel extrem dunkel sind. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass es hier funktioniert. Jetzt Brandenburg, danach Berlin, wieder Brandenburg, polnische Grenze und dann ab nach Danzig. Da ich mit diesem Profil noch nicht in Polen war, ist es auch ein Test, wie stabil oder ob es überhaupt stabil läuft. Denn auf dem anderen Profil hatte ich ja die ersten paar Wochen das Problem, dass er mir immer wieder in Polen abgestürzt ist. Jetzt, die letzten 2-3 Wochen, läuft es relativ stabil. Bitte rechts halten. Oder überhaupt stabil, keine Abstürze, nichts. Und das hoffe ich natürlich entsprechend, dass das hier jetzt auch so ist. Dadurch, dass wir nach Danzig fahren, werden wir das Ganze testen. Viel Verkehr. Kurz vom Berliner Ring, Dreieck Havelland. Bitte links halten. Das dürfte die Kreditraten gewesen sein. Es war 12 Uhr. 12 Uhr bucht die Bank immer ab.
sein. Bitte rechts halten. So, da sind wir auch schon in Berlin. Gar nicht so viel Verkehr heute. Bitte links halten. Wir fahren ja nicht in Berlin rein, wir fahren ja nur den Ring auch sozusagen. Irgendwo ist hier ein Großeinsatz. So viel wie Polizei, Feuerwehr etc. fährt. So, sind wir wieder in Brandenburg. Ich denke, wir werden den Grenzübergang Frankfurt-Oder nehmen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, was mich interessieren wird, fahrt ihr auch Konvoi hauptsächlich? Fahrt ihr lieber Singleplayer? Fahrt ihr Truckers MP? Mit, ohne Mods? Mit Pro-Mods, ohne Pro-Mods? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare.
Grenzübergang liegt, glaube ich, vor uns. Das müsste die Oder hier sein. Genau, und jetzt kommt die Grenze zu Polen. Das ist, glaube ich, keine mehr mit Schlagbaum, die ist offen. Das ist eine offene Grenze. Stehen auch die Häuschen, wo früher kontrolliert wurde, wo die Grenzer drin saßen, sozusagen, der Bundesgrenzschutz. Und somit fahren wir auf das Gebiet der Poland Rebuild. So wie es aussieht, problemlos. Oder kommt jetzt erst der Übergang? Wir reihen uns mal bei den LKWs ein. Rechts ist ein X. Auch immer darauf achten. Lufthansa Cargo, Miles and More. Lackierung des LKWs habe ich bislang auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, ist auch mit Sicherheit aus dem Chassicat Mod, gehe ich davon aus. Wir lassen ihn vorbei. Mal schauen, ob er auch einschert vor uns. Ja, die Poland Rebuild ist eine der schönsten Karten, finde ich. Detailliert gestaltet. Und wer sie nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Weil die Karte ist wirklich schön.
Ja, von den Marken her sieht es nicht anders aus wie bei uns in Deutschland. Auch hier alles vorhanden. McDonald's, Shell, Mediamarkt habe ich glaube ich auch schon gesehen. Wie viele Kilometer wir noch zu fahren haben. 350. 21 Uhr sollten wir abliefern. Könnte man sogar durchfahren. Brauchen wir gar keinen Stopp mehr zu machen auf den letzten 350 Kilometern. Nächstes Mautterminal. Grün. Mal gucken, ob das für uns auch passt. €53 Maut bezahlt. Weiter geht's. Ausfahrt rechts. So, wir gehen anscheinend von der Autobahn runter und auf eine Landstraße. Ziemlich holprig hier, mal ein bisschen langsamer machen. Sehr schön, Bus, danke schön. So, auch hier dürfen wir 80 fahren, auch wenn sich unser LKW ein bisschen schwer tut. Links halten und dann links abbiegen. Nach links ab.
schon wieder rot. Dass wir sogar noch mal stehen. Weil die zwei Autos jetzt noch mal rüberfahren, aber wir nicht mehr. Schauen wir uns so ein bisschen Holland Rebuild an in der ländlichen Gegend. Ja, viel Landwirtschaft noch hier. Da kommt einem fast so vor, als wäre man beim Landwirtschaftssimulator. Biege nach rechts ab.
was ist da vorne los? Da raucht es ganz gewaltig. Da scheint was Größeres passiert zu sein. Oh, ein Flugzeug abgestürzt. Sensation! Ja, lieber nicht gucken. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Es fängt an zu tröpfeln. In dieser Folge heute ist alles dabei. Demnächst links abbiegen. So, ich bin mal gespannt, ob mein Regensensor auch an die Scheibenwischer dann entsprechend gleich anwirft. Hey, 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 ich bin auf der Vorfahrtsstraße. Scheibenwischer? Oder muss ich sie selber einschalten? Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Also ich hätte sie jetzt in Real Life schon eingeschaltet. Anscheinend habe ich es nicht auf dem Automatik stehen, dann drücke ich einmal zumindest auf Intervall und dann... Okay. Oh yes, ja, war 50. Immer geradeaus.
ein MAN-Händler. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Nein, 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 sie war noch gelb. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, in dem Video ist doch alles drin. Mit Gewitter. Also auch die Gewittereffekte sind wirklich beeindruckend. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Hundertvierzehn Kilometer haben wir noch. Und schon kommt die Sonne wieder raus. Wenn wir jetzt noch einen Regenbogen sehen.
So, der Stream läuft auch schon gleich wieder eine Stunde. Zeit vergeht. Rechts halten. Aber wir sind bald da. Rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich glaube, ich muss mich nochmal korrigieren. Ich war die ganze Zeit der Meinung und habe euch auch erzählt, wir fahren nach Danzig. Laut Schildern Warschau. Wir gucken nochmal auf den Auftrag. Zielort Danzig. Okay. Ja. Dann müssten wir ja bald da sein, wenn das Navi nicht lügt. Bisschen Zeit verloren. Und dann Ankunftszeit ist ca. 22 Uhr. Wie wir losgefahren sind, glaube ich, war es 21.10 Uhr oder sowas. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sensationelle Lichteffekte wieder. Das ist die Lasershow anscheinend. Immer geradeaus. Ja, willkommen in Danzig. Schaut euch noch ein bisschen um. Bitte links halten. Danzig ist wunderschön umgesetzt, finde ich.
und hat auch einen gewissen Charme bei Abendstimmung. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, hier hinten sieht man noch immer geradeaus. Das Stadion. Ich glaube, wir kommen sogar noch vorbei. Lass uns noch mal ein bisschen näher sehen. Der Hafen. Stadion nochmal näher. Auch schön beleuchtet in der Nacht. Das habe ich jetzt auch so noch nicht gesehen. Also sieht wirklich toll aus. Geradeaus und dann rechts abbiegen. So, wollen wir mal gucken, wo wir unsere Gabelstapler von Linde loswerden.
Okay. Da kommen uns keine entgegen, denke ich mal. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Müssen ja eigentlich bald da sein. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Jetzt sind wir sogar am Hafen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Manchmal ganz merkwürdige Abladestellen hier in Polen. Mir graut es gerade schon davor, wo ich jetzt hinfahren muss. Wir sind fertig. Okay. Ja, so ungefähr. Wollen wir gucken. Hier rückwärts, wir wollen dann reinhauen. Okay. Nicht zu nah an die Fässer. Oh, das reicht. Dann
satteln wir mal ab. Ja, schöne Tour von Hamburg nach Danzig. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind auch ein Level aufgestiegen. Dann werden wir gleich nochmals eine zerbrechliche Fracht leveln. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao, euer Wendet.